Hallo und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es ein Review und zwar zu der A&K, zu dem A&K M249 MK2 Vollmetall Komplettset AEG. Ja, ihr seht, das M249 ist ein MG. Es ist für meine Juggernaut Gear und wir fangen an mit dem Lieferumfang. Also natürlich das Gewehr an sich, ein Boxmagazin mit Sound Control ist dabei, ein Akku und ein Ladegerät, ein passendes. Außerdem ist noch so eine kurze Info dabei mit Bildern, Abbildungen und Beschreibungen. Aber das Ganze kennen wir ja schon von anderen Waffen. Es handelt sich bei diesem Gewehr um ein Kaliber 6mm. Es ist eine AEG-Waffe und damit ab 14 Jahren erhältlich. Und diese Airsoft-Waffe hat ein stattliches Gewicht von 6 Kilogramm. Diese Waffe ist aus Stahl, Aluminium und ABS-Kunststoff. Die insgesamte Länge dieses Gewehrs beträgt 1050 mm und die Lauflänge beträgt 455 mm. Bevor ich euch jetzt andere technische Details gebe, fangen wir am besten von hinten nach vorne mit diesem Gewehr an, weil dann kann ich das Ganze auch natürlich an diesem Gewehr erklären. Also, wir fangen an mit hinten einer Schulterstütze, einer zusätzlichen Schulterstütze, die wir hier am Schaft haben. Dazu müssen wir sie einfach nach oben ziehen. Es geht ein bisschen schwer, aber die gibt uns einen zusätzlichen Halt. Das legen wir auf unsere Schulter auf und somit ist ein entspannteres Schießen möglich. Auch einfach wieder nach unten drücken, wenn wir das Ganze nicht mehr brauchen. So, um jetzt an den Akku zu kommen, müssen wir hier hinten die Schaftkappe nach unten abziehen. Und hier sehen wir schon, hier fällt uns gleich der Akku entgegen. Der Akku ist ein 9,6 Volt Stick-Type Akku und wird wie gesagt hier hinten im Schaft verstaut. Der Schaft ist aus ABS, der Griff hier ist aus ABS, hier vorne der vordere Body ist aus ABS und der Rest ist wirklich komplett Stahl und Metall, also egal ob das hier oben das Zweibein, welches natürlich auch zweifach ausfahrbar ist und natürlich auch einklappbar, der Griff ist noch aus ABS, aber auch nur hier das Griffstück, damit sich es einfach wahrscheinlich nicht so kalt anfühlt oder um Kosten zu sparen, aber hier an sich ist der Griff natürlich auch Metall, ist ja logisch, sonst würde es abbrechen. Und ja, dann hatten wir jetzt den Schaft. Den Schaft können wir nicht einklappen, aber wir können dafür hier oben die Kappe abnehmen. Und dazu müssen wir auf beiden Seiten hier reindrücken und dann einfach nach oben. Ja, nach oben schieben, nach oben drücken. Das brauchen wir, um an unser Hop-Up zu kommen, welches aus Metall besteht, komplett. Das Hop-Up ist nämlich einstellbar an diesem Rad hier vorne. Ist ein großes, dickes Rad, nicht wie bei gewöhnlichen AEG-Gewehren oder so. Ein kleines Plastikrädchen, nein, ein großes Metallrad hier vorne drinnen. Und es ist auch gut beschriftet, also in welche Richtung Plus und in welche Richtung dann Minus ist. Ja, um es zuzumachen, kann man nicht einfach hier so wieder runterdrücken, sondern wir müssen auf meiner Seite, da ist der Repetierhebel, der keine Funktion hat, aber den müssen wir etwas zurückziehen und dann können wir es wieder runterfahren lassen. Der Repetierhebel, habe ich eben schon gesagt, hat keine Funktion, hört sich aber dennoch geil an und sieht auch sehr realistisch aus. Jetzt fragen sich bestimmt einige, was bin ich mit dem Tragegriff, wenn er so ist? So kommt er nämlich mit der Waffe an. Ihr müsst den Griff nach hinten schieben, das geht ein bisschen schwer am Anfang vor allem, und dann
müsst ihr, wenn ihr den Griff nach hinten geschoben habt, müsst ihr den zu mir jetzt in dem Fall, also wenn ihr hinter dem Gewehr seid, nach rechts drehen. Und dann seht ihr schon, hier ist so, sind so kleine Zahnräder, die rasten dann ein. Und dann hält er auch. Und ihr könnt jetzt die Waffe hochnehmen und rumtragen. Und somit ist er natürlich auch ein guter Griff, ist damit natürlich auch genehmigt. Wir haben hier den, da kommt noch eine Kugel raus, alles klar. Wir haben hier den Einlass, den Aufsatz fürs Magazin. Hier kommt das Magazin rein und ihr merkt vielleicht an der Größe und an der Dicke, das ist der perfekte Eingang für M4 Magazine. Und man kann tatsächlich an diesem Gewehr alle gängigen M4 Magazine benutzen. Das heißt, wenn ihr lieber mit Caps spielen wollt, keine Ahnung warum, vielleicht mögt ihr das nachladen, ist zwar bei einem Gewehr diesem Ausmaßes ziemlich unnötig, wie ich finde, aber manche mögen es. Ihr könnt auf jeden Fall hier alle gängigen M4 Magazine reinstecken und ja, dafür auch eben benutzen. Dann kommen wir hier zum vorderen Teil der Waffe. Wir können hier nach hinten ziehen und dann passiert Folgendes. Nein, nicht nach, oder? Nach hinten ziehen oder nach vorne? Das muss ich selber mal schauen, weil ich habe das noch nicht oft gemacht. Ja, nach hinten drücken geht ein bisschen schwer, ist ja auch alles ein echt ordentlicher und hochwendiger Metallverschluss. Und dann kommt uns hier so die Laufeinheit mit Tragegriff und so entgegen. Wofür das jetzt genau ist, kann ich euch leider keine Informationen geben. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall können wir dann den Lauf nach vorne so entnehmen. Ist wahrscheinlich zum Reinigen der Waffe und dass wir halt besser an den Lauf rankommen. Es wurde hier eine spezielle Gearbox verbaut mit 8 mm Metallkugellagern und Stahlzahnrädern. Außerdem mit elektrischer Switch Unit und Metal Spring Guide. Der Hersteller ist, wie man schon am Namen erkennen kann, A&K. Und deshalb ist es auch in gewohnt guter A&K-Qualität. Diese Waffe besitzt sehr viele Features, dennoch besitzt sie kein Federschnellwechselsystem. Wir haben hier ein komplett verstellbares, wir sehen hier zwei Räder, wir haben hier ein komplett verstellbares Kimme und auch das Korn ist aus Metall, also beide Zielvorrichtungen sind aus Metall. Das Zweibein, habe ich schon gesagt, ist zweifach ausfahrbar. Und ja, das war es dann so im Großen und Ganzen auch. Wenn ihr das wieder draufschieben wollt, müsst ihr schauen, dass das hier genau übereinstimmt und wieder nach hinten zieht. Aber das ist ein bisschen so, ja, eine Funzelarbeit. Und ja, deshalb lasse ich das jetzt erstmal so. Das war es jetzt eigentlich auch soweit zu der Waffe. Ich kann noch mal kurz das Magazin zeigen. Dann stelle ich jetzt mal die Waffe beiseite. So sieht unser Magazin aus. Ihr seht hier, das ist auch wie beim ganz normalen M4 Magazin. Deshalb passt es ja auch. 2500 Schuss fasst es. Es ist ein Boxmagazin, wie ihr sehen könnt. Hier oben kommen unsere BBs rein. Dann müsst ihr das zur Seite schieben, dann füllt ihr die BBs rein, schiebt ihr es wieder zu. Und hier unten seht ihr dann Off, Auto, glaube ich, und Sound Control. Das heißt, da bestimmt ihr, ob es entweder die ganze Zeit nachlädt im Magazin oder nur nachlädt, wenn ihr schießt. Das ist eben Sound Control. Oder ob es eben aus ist. Aber ihr müsst es eben anhaben, um dass dieses Magazin halt auch feedet. Logischerweise braucht ihr dafür auch zwei Batterien, AA-Batterien, die im Lieferumfang aber nicht enthalten sind. Das Magazin ist nicht das hochwertigste, was ich echt schade finde für den Preis. Aber ja, ist aus ABS. Was will man machen? Und ja, das
war es dann auch soweit. Es gibt hier oben keine Rails an der Waffe. Das heißt, wir können keine Zielvorrichtungen anbringen. Was jetzt aber auch für mich kein Nachteil ist, da ich die Waffe ja eh am Tragegriff halte und schieße ohne zu zielen, da ich als Juggernaut damit rumlaufen werde. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Alter, sucht euch endlich ein neues Thema. Stellt nicht immer wieder uns als Problem dar.